Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, heute wollen wir uns darum kümmern, dass die Biene soweit fertig ist. Ich habe die Charmed jetzt schon mal soweit vorbereitet. Die Charmed kann ich dann da rein. Nein, das ist die falsche. Das ist die Charmed. Die kann ich schon mal reinplacken. So, wir haben jetzt hier drin eine Charmed und eine Eldritch, zwei Eldritch Drone. Das heißt, ich kann jetzt da draus die Enchanted Queen machen. Die lassen wir auch gleich laufen. Dasselbe, so, die auch gleich da reinschmeißen und dasselbe gleich nochmal. So, jetzt habe ich noch 1000 Mutagen drin, damit wir die dann auch gleich sauber laufen lassen können. So, das sind jetzt alles pristine. So, die Kammen, die wohl jetzt hier drin ist, die ist jetzt erstmal durch. Die werde ich jetzt erstmal rauslassen. Ich habe auch mittlerweile mir eine Diligent nachgezüchtet, weil aus der mache ich dann die andere. Und da haben auch ein bisschen spärliche Energie drin. Und ja, aber mehr ging halt nicht, weil Mutter gehen dann alle. So, wir müssen warten, bis die durch ist. Wir gehen mal schnell durch, ob noch vielleicht ein Comp gekommen ist. Ja, also das ist mein Comp-Produzent. Und ja, ich brauche auf jeden Fall jetzt dann noch eine Dschungelbiene, wenn wir dann soweit sind. Ja. Also Hühnchen kommen jetzt als nächstes. Pneumatik glaube ich nicht, dass ich so schnell durch bin. Also ich vermute, es wird noch mindestens bei Pneumatik ein oder zwei Folgen dauern. Wie gesagt, sobald wir aber auch die Hühnchen haben, muss ich auch mit denen anfangen. Damit ich da auch ja, gut produzieren kann. Weil dann haben wir zum Beispiel Kohle unendlich und ja. Dann können wir da auch mal sauber weiterarbeiten. Jawohl, so, wir haben die Eldritch Princess. So, die Queen kann ich drin lassen, die brauche ich nicht machen. So, und jetzt habe ich hier die Enchanted. Und ich glaube, ich brauche hier die Charmed. Genau, und jetzt habe ich dann hier die Supernatural. Genau, Supernatural. Und die untersuchen wir auch mal gleich, was die so hat. Supernatural, Shorter, Normal, Slowest, Average, Normal, Normal. Ba. Und dann lasse ich dich jetzt mal laufen. Einzigste, was ich jetzt nicht gesehen habe, was ihr braucht. Aber ich sehe da Bienen rauskommen. Das ist super. Also, die läuft. Das ist sehr gut. So, dann gehen wir mal runter. Die Bienen hätte ich vielleicht nicht einstecken sollen, aber. Egal. So, schmeißen wir mal das Zeug hier rein. Dann gehen wir zu unserer Druckkammer. Unsere Druckkammer ist jetzt mittlerweile bei 3,5 Bar. Der ist schon fast durch. Der ist auch schon fast durch. So, und jetzt geht man einfach hin, schmeißt jetzt dann hier ein Eiseningot rein. Wie es rein ist. Man hat es ploppen hören. So, jetzt geht die andere Tür auf. Und zack. Ich habe mein Compressed Iron Ingot. Ja, und dann kann man es wohl die ganze Zeit weitermachen. So, zack. Und den nächsten.
Ich habe auch hier nicht. Hervorragend. So, das heißt, wir haben jetzt unseren Vortex. Den können wir auch mal rausnehmen. Dann haben wir nämlich gleich unsere nächste Quest fertig. Und jetzt brauchen wir From Oil to Liquid Plastic. Und für diese Quest brauchen wir einen Thermopneumatic Processing Plant. So, Add Pneumatic. Tschüss. So, ich muss mir noch mal das Bild anschauen. Das ist, okay, schaut aus wie das da. So, das heißt, ich brauche jetzt 2 Glas, 5 davon, 1 Redstone. So, wir räumen erstmal alles auf. So, das da. Dann gehe ich gleich mal an meinen Hosen dahin. Der soll doch mal bitte weitermachen. Dann legen wir uns hin. So, und dann brauchen wir jetzt noch von dem da 2 Glas. Und dann brauchen wir von dem da 5. Dann müsste der eigentlich... nee, ich brauche natürlich noch eine Tube. So, haben wir das fertig. So, jetzt muss ich mir das erstmal angucken. Alles klar. Dann muss ich jetzt die ganze Zeit... Oh, der hat mein Eisen auch aufgeräumt. Das brauche ich noch. So. Was ich schon leider festgestellt habe, ich kann da leider keine mehr von den Dingern reinmachen. Weil er packt mir jetzt zwar alle rein. Hat mir aber schon wieder 14 rausgepackt. Also das heißt, es geht immer nur einzeln. Das ist ein bisschen nervig, aber ist halt leider so. Vielleicht geht es doch irgendwann besser. Man wird sehen. So, dann heißt es, wir brauchen nochmal einen Liquid Compressor. Das heißt, ich brauche nochmal einen Air Compressor. Also davon brauche ich 6 Stück. Okay. So. Dann brauche ich jetzt dich da. Zack. Dann muss ich jetzt auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall aufpassen. Wie gesagt, wir sind schon bei... Ja, sobald man einmal diese Barzahl erreicht hat, ist es jetzt nicht mehr gerade das Schlimmste, aber wir brauchen halt das Security Upgrade, falls ich das mal jemals finden sollte. Da ist es, Security Upgrade, Safety Obsidian und Lapis.
Obsidian, das müsste ich eigentlich alles vorne haben. Das müsste ich eigentlich alles hinkriegen. Und schauen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Obsidian oben habe. Nein, ich habe es hier. So, davon brauche ich vier. Das Lapis habe ich Gott sei Dank schon mitgenommen. Sehr schön. Ja, ich sollte vielleicht nicht auch vorbeilaufen, sondern vielleicht auch was mitnehmen. Ich hält. So, und was brauche ich noch für Security? Das, wo eine Kamera dran ist. Ein Safety Tube. Das heißt, ich brauche ein Pressure Gaff. Das heißt, ich brauche. Ich nehme gleich 8 mit. So, und da kommst du jetzt nämlich hier hin. Du kommst hier hin. Pressure Gaff. Hammer. Dann brauche ich jetzt von dem Security Upgrade. Brauche noch einen Lever. Mach gleich mal 2. Kann ich eigentlich diese Uhr da dranhängen? Nein. Okay. Muss ich jetzt dann damit machen? Ein Manometer. Manu. So. Weil ich 4 habe. Komm. Gib mir Nummer 4. Danke. Dann bauen wir uns einen Manometer. Ein Safety Tube. Das können wir eigentlich auch gleich bauen. Das haben wir jetzt alles ja da. Und wo ist mein Manometer? Das ist hier. Ein Erdkanister. Dahin, dann brauche ich nochmal 2 Redstone. So, dann. Ein Erdkanister. Und ein Manometer. Keine Ahnung, ob das ist, dass es richtig ist. Manometer hat eine Charge. Dann war es bestimmt das Falsche. Darf ich bestimmt gleich nochmal eins machen. Aber ich brauche immer noch das Security Upgrade. So, und den machen wir jetzt dann da rein. Und ich glaube, wenn es dann 5 Bar hat, dann macht er immer, glaube ich, auf 4 Bar wieder runter. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass ich halt noch Pressure Gaff Tube Modules. This module emits a redstone signal of things which. Ja, nicht vor Info. Right click up pneumatic block to give information about this. Ah, sehr schön. Der Air Compressor. Ja, ich will ja da einen Liquid Compressor draus bauen.
Das ist mal die andere Frage. So, wenn ich jetzt dich da hinstelle. So, gibt es da auch Show Receipts? Und zwar Diesel zu Lubrikant, Diesel zu Kerosin, Kerosin zu Gasoline, Gasoline zu LPG. So, das habe ich. Was brauche ich? Liquid Plastic. Wie komme ich an Liquid Plastic? Über LPG. Und wie komme ich an LPG? Über Gasoline. Gut. Das heißt also, ich brauche jetzt erstmal das da. Nehme einmal Gasoline und fülle das hier rein. Willst du mir jetzt freuen oder was? Wie kriege ich das dann da rein? Okay. Information. Okay, Redstone-Signal ist auch klar. Jetzt ist ja die Frage, ja, sehr schön. Kann natürlich jetzt auch sein, dass man es erst reinkriegt, wenn da genügend Druck drauf ist. So, das heißt, ich nehme jetzt mal ein bisschen Kohle. Used in. Okay. Es dürfte zwar nichts mehr passieren, weil der ist jetzt auch fast leer. So, der produziert jetzt 0,6 Bar. Und für was brauche ich, um jetzt halt dahin Show Receipts. Ich brauche 2 Bar. Ja, mein Problem ist jetzt halt, dass ich da überhaupt erstmal was reinkriegen muss. Wenn ich jetzt mir von dem Mod hier. Ich brauche auch Eisenplatten. Platten müssten drin sein. Das wird jetzt dann alles noch sauber umgebaut. Ja, ich lege mich mal hin. So will ich mich immer in die Elektrozäune schmeißen. Und das machen wir aus, und das machen wir rüber. Ja, und dann heißt es klack, wir haben davon. Dann kommen die dahin, dann brauche ich jetzt davon noch die 3 und da einen. Du kommst dahin, du kommst dahin und ich habe mein Metal Barrel. So, dann heißt es jetzt
Barrel kommt dahin. Habe ich dabei, das ist dann mein Output. Dann habe ich Gasoline. Und dann brauche ich noch meine Rohr. Ich nichts mehr Rohr. Dann hätte ich gesagt, machen wir noch mal eins. Wieder an. Alle Rohre auf. Ja, habe ich. Weil ich ja die anderen auch gebraucht habe für oben. Ist egal, mach mal neu. Ich hoffe, dass ich das Rezept noch im, dass es jetzt Eisen war und nicht Stahl. Wenn nicht, auch egal. Nein, wird bei war korrekt. Und wenn ich jetzt dich dahin mache. Ich brauche das Security Upgrade. Okay. So, ich habe da drin mein Gasoline. Krieg's aber hier nicht rein. Pneumatik. So, wir schauen mal schnell in die Quest. As a thermal plant uses pressure and heat to turn the products of oil into liquid plastic. Und Hitze braucht er auch noch. 22 Grad, enable always. So, den habe ich ja schon mal ausgeschalten. Wenn ich jetzt dann nochmal drauf gehe, steht da eigentlich irgendwas dort. Gasoline. Temperatur 22 Grad. Also das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Für mich ist das Problem, dass ich die Flüssigkeit nicht reinkriege. LPG and cold gas in this machine can produce liquid plastic. Kohle? Nö. Ich da auch den Eimer nicht rein. Ich habe keine. Lassen sonst wie das funktionieren soll. Das muss ich mir nochmal angucken. Bevor ich jetzt hier rumstehe, wie falsch Geld. Wir kümmern uns um die Bienen. Ära baue ich mir jetzt nämlich einen Pollenfilter. So. Der läuft jetzt momentan hier. Okay, dann habe ich jetzt schon mal den da. Lifespan. Du kommst weg. In Genetik kann ich auch wegpacken. Du kommst erstmal hier rein. Das heißt, Gendustry. Wir brauchen bitte den Pollenfilter. Ne, den Pollenfilter, das ist leider was Falsches. Pollen Collection Energy kommt. Genau, den Ding brauchen wir. Dafür brauche ich Silky Wisp. ja, die habe ich noch nicht. Silky Wisp bekomme ich durch Silky Propolis und Silky Propolis bekomme ich durch Silky Comps und Silky Comps machen Tropical, Exotic
Leporine. Kriege ich die irgendwo noch her? Ja. Nein. Ostern ist leider schon vorbei. So. Also Silky. Exotic, Tropical. Exotic, genauso böse. Und Transmuting. So, die Tropical. Also, das heißt, ich brauche jetzt einen Jungle Emulator. Das heißt, ich brauche Veins. Wie komme ich an Lilypads? Aha. Ich glaube, ich habe nur. Hab ich vielleicht schon sogar schon Veins? Sonst fällt mir nur eine Idee ein, wie ich da dran komme. Was habe ich jetzt hier? Die zwei nehme ich schon mal auf jeden Fall mit. Brauche ich dann auch. Ich brauche dich. Gott. Ich habe keine Veins da. Ich habe auf jeden Fall eine Schere da. Das heißt, ich muss jetzt mal dahin latschen, wo Dschungel draufsteht. Das ist der hier. Davon brauche ich 4. Dann brauche ich aus deiner Ecke mal Dirt. Danke. Du kommst jetzt einfach mal hier hin. Na, da nicht. Dann Dschungel, 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 Dschungel. Und Dance a Tree. Komm. Danke. So, und dann habe ich jetzt dann hier meine Schere. Aber ich nehme bitte die Mana. So, weil jetzt kann ich unendlich viel davon züchten. Machen wir den kompletten Baum ein bisschen nackig. So, und das, was wir jetzt gebraucht haben, gehen wir auch wieder zurück. Nein, ich gebe sogar einen mehr zurück. Nicht schlecht. Ja. So, danke schön. Mal nur kurz ausgeliehen. So, dann. Ich nehme mir mal 3 mit. Dann nehme ich so eine Befürchtung. So. Was brauche ich noch? Für den Jungle. Ich brauche Bronze Gear. Ich brauche Gears. Machen wir gleich mal 4. Ja, man sieht schon, ne? Das ist doch dann ganz schön viel Zeit. Und du machst weiter. Ich brauche 4 Diamanten. So, brauche ich noch irgendwas? Bronze Gear. 5 Stück. Wie viel habe ich? Eins, zwei, drei. Dann hätte ich gesagt, das Ding ist schon mal off. Dann kann ich die reinschmeißen. Dann brauche ich dich. Und ich schalte dich an. Und ich leg mich hin.
Man merkt mal wieder, ne? Komplettes Inventar voll gemüllt. So, dann kommst du da rein. Ja. Jetzt ist die Luft raus. Auch noch zwei davon. Die habe ich auch noch. Sehr schön. Usage. Danke. Dann brauche ich bitte noch mal einen Hebel, weil ich den gerne an- und ausschalten können. Dann habe ich schon mal auf jeden Fall eine Verwendung für den Diesel. Der kommt nämlich jetzt da rein. Witzig. Mir kommt es gerade so vor, als wäre der andere schneller gewesen. Ist egal. Ich habe für mich mal noch eine blöde Frage. Wenn ich dich jetzt dahin mache, den Tank dahin, du bist ein Input? Nein, ich brauche ein Output. Mach dich hier hin und hier hin. Nehme jetzt mir mal einen Eimer, bevor ich überhaupt keine mehr habe. Nehme jetzt davon ein bisschen was und schütze da rein. Nee. Enable on always. Nein, High Signal. Nein, das muss ich mir angucken. So, dann brauche ich jetzt, genau, ich habe die Zahnräder noch. Das heißt, sind drei. Toll. Ganz toll. Und wieder ist er verschwunden, die Bus, oder ich kann nicht sehen. Drei. Und da waren auch noch mal, glaube ich, zwei drin, ne? Genau, Nummer 5. So, was brauche ich noch für den? Ich brauche noch Lapis und ein Gold. Gold. 1, 2, 3, 4. So, das heißt, das da. Naja, die Diamanten habe ich noch nicht gemacht. Dann tun wir das jetzt. Dankeschön. So, dann brauchen wir jetzt noch den da. Das heißt, wir brauchen nochmal zwei Redstone und sechs Bronze. Ich habe ja Gott sei Dank, glaube ich, bei meiner Schmelze was gemacht. Ich hoffe, dass ich das nicht auch schon verbraucht habe. Zuzutrauen wäre es mir.
Blöcke. Ja. Es reicht jetzt ein bisschen. Drei, vier Maschinchen. Kommt auch noch drauf an, auf welche. Und Elektrum kommt da rein. Brauche ich für dich auch noch was? Nope. So, und wo habe ich jetzt? Diese Teile hin. Ich hoffe, dass ich die oben habe. Kann aber auch sein, dass ich alle verbraucht habe. Okay. Lass dich weiterlaufen. Was brauche ich, um da welche zu bauen? Sind Redstone. Na komm, lass mich runter, danke. Ich brauche hier Redstone. 8 Stück von dir. 4 Stück von dir. 4 Stück von dir. Dann hab ich das. Ich bin da zwei raus? Nein. Ich hatte die zwei einstecken. Ja. Weg. Mal wieder. Die zwei Restoren habe ich natürlich vergessen. Yay, kein Redstone mehr. Meisterlampe. Aber ich habe hier noch welche. Nimm mal gleich welche. Nimm mal gleich ein bisschen mehr mit. Muss ich mal wieder umswitchen. Oder endlich die Hühnchen kriegen. Ja, aber könnten wir ja machen, wenn wir den Pollenfilter da drin hätten. Wenn da nicht die ganze Zeit irgendeiner so eine Pflaume rumflame. Umpflaumen würde. Das ist das Climate Control Teil. Danke. So, und ich jetzt. Und ich habe meinen Jungle. So, und für den Progressive Upgrade brauche ich hier das Silky. So, und dafür brauche ich jetzt eine Tropical. Das ist die Tropical 1. Ignoble habe ich. Habe ich auch eine Tropical Nix Ignoble? Ja, habe ich. Danke. Davon auch eine. Und ich glaube, ich brauche für die Production. Ja, da baue ich Royal Jelly. Da brauche ich eine Imperiale. Noble und Majestic. Das heißt, ich muss da auch mal. Oh Gott. So, du musst leider raus. Musst dir leider ausziehen. Jungle kommt rein, dann kommst du rein, dann kommst du rein. So, dann hast du Platz, dann kommt da jetzt die. Lass mal die hier laufen. Die Enchanted. Die hier drin, ja, da kommt da die Drohne hin. Dann lass mir die Cultivated weiterlaufen.
müsste mal eigentlich alles weiterlaufen. Wenn wir gleich wissen, ob er noch was benötigt. Nee, er benötigt nichts. Das schaut doch schon mal ganz gut aus. Aber was mir jetzt eigentlich richtig gefällt, ist, ich kriege jetzt mittlerweile auch genügend Komps her. So, wir legen uns hin. Die Biene soll laufen. Aber aus dem Propolis kriege ich halt es nicht raus. So, ich müsste eigentlich sich freuen, weil ich müsste jetzt eigentlich den nächsten Wachs haben für die Bienen. Und jetzt brauche ich nur noch den Refactory Wachs. Das heißt, ich muss irgendwann noch das Hellish Upgrade bauen, dann haben wir auf jeden Fall, das ist ein Heater-Upgrade. Lifespan Hammer. Desert. Hell Elimination Upgrade. Das wäre dann der letzte Wachs. Dann heißt es nämlich jetzt, ich guck mir das jetzt auf jeden Fall dann mal an, dass ich an die dass ich dieses von Pneumatik das Teil da verwenden kann. Und kann ich auch aufräumen. Und halt schaue, dass wir dann bis zum nächsten Mal genügend Silky Propolis haben oder Silky haben. So, ich schaue nochmal Silky an. Das Schlimme ist halt, ich kriege halt zu 80% Silky Propolis raus. Und da kriege ich zu 60% einen raus. Ist egal in welcher Maschine. Also das heißt, ich brauche das Silky Propolis und davon brauche ich richtig viele. Silky Comp. Ja, und dann brauche ich halt davon Royal Jelly. Das heißt, ich lasse das auf jeden Fall auch laufen. Dann gehe ich mir nochmal Redstone holen. Weil ich brauche dann auf jeden Fall noch mal mindestens 10 Redstone-Blöcke, um genügend Mutatronen herzustellen. Könnte jetzt dann auch da hinten die anderen Pipes verlegen von Massive. So, wie viel haben wir drin? Ja, 40 Blöcke. Jetzt schluckt er mir nämlich da oben die komplette Energie weg. Um das zu machen. Also ich tue es auf jeden Fall mal rauf. Ob ich es gleich mache, weiß ich nicht. Weil wie gesagt, eigentlich ja. Was, Mosi? Ich habe eine Marschi reingeschmissen. Ja, ich bin erst der Held. Und ich wundere mich, dass ich nicht gestochen werde. Habe ich jetzt eine Tropic? Ich habe jetzt eine Tropico und eine. Ja, ich habe eine reine Marschi rein. Gott sei Dank mal schnell geguckt. Ne? Das wäre der Fail des Jahres geworden. Dann werde ich gar keine Tropical Pristine haben. Hä? Noble. 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 Okay. Wie es aussieht, farblich orientiert.
Und aus Versehen die richtige genommen. Wenn schon falsch, dann wenigstens die richtige falsche. So. Sollen wir nämlich gleich wissen, ob er mault, welche. Ne, die fliegen auch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da muss ich wieder nachrüsten. Au, ja. Ich habe es gerade gesehen, dass da hinten dieses böse Ding da aufsteigt. Das heißt, irgendwann muss ich auch mal schauen, dass ich dann die Jungle in lieblich kriege. Ja, kannst mal wieder aufhören. Danke. Ah, ich weiß schon jetzt, wenn ich dann nämlich einer falsch anhustet, ne? Platt. Poison ist für mich das gefährlichste. Gefährlichste Verzauberung. So, auch das da rein, das da rein. Sehr schön. Aber den kann ich jetzt da oben arbeiten lassen. Man muss halt immer wieder mal hingucken, ob die Biene halt fertig ist oder nicht. Das ist ja auch kein Thema. Wie gesagt, das Teil schaue ich mir an. Den Thermopneumatic Processing Plant. Wie ich da was reinkriege. Wie wir den dann insgesamt anschalten und auch vor allem die Temperatur nach oben kriegen. Genau. Und ich werde dann auch noch über das Baby hier. Ich habe mal wieder alles aufgeräumt. Genau. Muss man mal schnell gucken. Das machen wir noch. Verliert er jetzt Pressdruck? Also ich sage normalerweise ja. Wir sind jetzt bei 4,52 Bar, genau, 4,51 Bar. 4,52 Bar. Okay. Wenn ich natürlich da nur einmal auf einer ganz gewissen sein muss, dann wird es natürlich viel einfacher. Gut, auf jeden Fall werde ich dann da auch vielleicht noch ein bisschen Compressed Iron hinkriegen. Und ich schaue mir mal an, was ich dafür tun muss, damit ich die Werkzeuge, wie gesagt, laden kann. Einen Schlauch hinlegen. Ja, mal gucken. Genau. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder sonstiges habt, bitte damit ab in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.